Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. Europäische Vega C stürzt bei erstem kommerziellen Flug ab. NASA-Marslander InSight stirbt im Marsstaub. Percy verteilt Proben für den Rücktransport zur Erde. Ingenuity fliegt länger und weiter als je vorgesehen. Koreanische Daunuri-Raumsonde erreicht den Mond. James Webb nach Softwarefehler und Teilabschaltung wieder einsatzbereit. Die Soyuz ist wahrscheinlich von einem Mikrometeoriten getroffen worden. Die Heimkehr ist weiter ungewiss. SpaceX Starlink jetzt schon mit Milliardenumsatz und Starship Raptor-Triebwerke ab jetzt mit elektrischer Schubvektorsteuerung. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge natürlich nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt-News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Oder besser mit dem einen Start oder vielleicht eher sogar dem halben Start. Ja, denn die neue Vega C hat bei ihrem ersten kommerziellen Flug nach ihrem Jungfernflug in diesem Jahr einen Fehlschlag erlitten. Am Mittwochmorgen startete die Vega C um 2.47 Uhr von Kourou aus. Der zweite Flug der Vega C von Arianespace erreichte aber nach einer Fehlfunktion der zweiten Stufe nicht die Umlaufbahn. Und die Rakete mit den beiden Erdbeobachtungssatelliten von Airbus stürzten ab. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir das Video bisher schon gefallen hat, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du die spannenden Entwicklungen in der Raumfahrt nicht länger verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Die Soyuz MS-22 an der ISS bereitet weiter Sorgen. Am Anfang der Woche gab es von Roskosmos ein erstes offizielles Statement. Ja, man gehe aktuell davon aus, dass ein kleines Trümmerteil einen externen Kühlkreislauf an der Soyuz getroffen habe, was dann zum Kühlmittelleck geführt hat. Die Situation werde noch weiter untersucht und man erwarte noch im Dezember eine Entscheidung für weitere Schritte. Berichte, wonach die Temperaturen im Soyuz-Raumschiff nach dem Verlust des Kühlkreislaufs auf bis zu 50 Grad Celsius gestiegen seien, die wurden aber dementiert. Die Temperatur im Raumschiff sei mit etwa 30 Grad Celsius leicht erhöht, stelle aber keine unmittelbare Gefahr für das Raumschiff oder die Menschen auf der Station dar. Roskosmos befindet sich derzeit im Kosmodrom in Baikonur in Kasachstan in den Vorbereitungen für den Start der Folgemission MS-23. Diese Mission würde planmäßig im Februar starten. Falls erforderlich, kann der Start aber 2 bis 3 Wochen vorgezogen werden. Die aktuelle Besatzung der Soyuz MS-20, die sollte ja eigentlich am 23. März zurückkommen. Das sind der Kosmonaut Sergei Prokopiev und Dmitri Petelin sowie der NASA-Astronaut Frank Rubio. Auf der aktuellen NASA-Pressekonferenz hieß es, das Loch sei außen am Kühler etwa 4 mm groß, während es innen an der betroffenen Leitung etwa knapp 1 mm hat. Ja, wenn es ein Mikrometeorit gewesen ist, war er zu klein zum Tracken. Das Zusammenfallen mit dem aktuellen Himmelsphänomen des Geminidenschauers kann aber ausgeschlossen werden, weil die Richtung nicht stimmt. Wir hoffen natürlich, dass sowohl das Rätsel für die Ursache des Lecks als auch die sichere Heimreise für die Crew bald gelöst sind. Auch wenn ich gerade viel Star Wars schaue, kann man Laserbeschuss durch Wookies, glaube ich, ausschließen. Ja, dass man mit Lasern abseits von Hollywood jedoch tatsächlich Raumsonden ins nächste Sonnensystem schicken kann, darüber handelt die aktuelle Senkrechtstarter-Technik-Episode, die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Noch eine weitere schlechte Nachricht, die NASA hat die InSight-Mars-Mission nun offiziell beendet. Ja, die NASA teilte die Woche mit, dass die Mars-Landesonde InSight 2 aufeinanderfolgende Kontaktphasen verpasst hat. Das war schon durch die NASA antizipiert worden, ja, und als das offizielle Ende der Mission festgelegt worden. InSight wurde mit Solarstrom versorgt und nachdem die Energieversorgung der Sonde immer weiter abgesunken war, gehen die Ingenieure der NASA nun davon aus, dass die Sonde gestorben ist. Man werde zwar noch eine Zeit lang weiter auf Signale von InSight hoffen, sei laut NASA aber unwahrscheinlich, dass der Kontakt wieder aufgenommen werden kann. Die NASA InSight-Sonde landete 2018 auf dem Mars, um die seismische Aktivität des roten Planeten zu untersuchen. Durch die Untersuchung der seismischen Aktivität konnten Einzelheiten über die innere Struktur des Mars herausgefunden werden. InSight hat mehr als 1300 Marsbeben beobachtet. Gerade dieses Jahr im Mai sogar das stärkste je auf dem Mars gemessene mit einer Stärke von 4,7. InSight war eine statische Sonde, ist also nicht wie die Rover umhergefahren. Während der über 4 Jahre dauernden Mission hat sich immer mehr Staub auf den Solarzellen des Landers gesammelt. Ja, die bedeckten Solarpaneele lieferten zu Beginn des 4. Missionsjahres nur noch etwa 1/10 der ursprünglichen elektrischen Energie und fielen jetzt immer stetig weiter ab. Das Problem mit dem Staub auf Solaranlagen hat der Mars Rover Perseverance nicht. Der ist bekanntlich ja mit einer Radionuklidbatterie ausgestattet, die für Wärme und Strom sorgt. Percy hat nun damit begonnen, seinen Vorrat an bereits gesammelten Bohrproben auf dem Mars zu verteilen. Das passiert nicht irgendwie, sondern in einem von der NASA entwickelten Muster in der Nähe von Auffälligkeiten der Umgebung. In einer Kooperation mit der ESA sollen diese Proben mit der Mars Sample Return Kampagne abgeholt und zur Erde gebracht werden.
Das nun geschaffene Depot ist aber nur ein Backup. Perseverance soll auch selbst in der Lage sein, die restlichen Probenröhrchen an eine Landesonde zu übergeben. Die nun endlich finanzierte Mission soll neben der Landeeinheit und einem Sammelrover über zwei Mars-Helikopter verfügen. Sie werden laut NASA als Backup verwendet, um auch Röhrchen zurück zum Lander bringen zu können. Auch könnten uns mit ihrer Hilfe Drohnenaufnahmen des ersten Mars-Raketenstarts erwarten. Das sind tatsächlich alles Dinge, die man aktuell bei der NASA prüft. Ja, bitte, bitte, bitte. Drohnenaufnahmen aus der Vogelperspektive vom Mars, wie eine Rakete mit Proben für die Erde startet. Wäre völlig crazy. Die aktuelle Mars-Drohne Ingenuity ist übrigens immer noch am Rocken. Sie ist mit 37 Starts und knapp 62 Minuten schon über eine Stunde auf dem Mars geflogen und hat dabei eine Strecke von 7.579 Metern zurückgelegt. Erinnert ihr euch noch daran, als die NASA gesagt hat, ja, man plant so mit 5 Flügen? Die Daunuri-Mission ist diese Woche am Mond eingetroffen. Südkoreas erster robotischer Mondorbiter Daunuri umkreist den Mond jetzt in einer elliptischen Umlaufbahn alle 12,3 Stunden mit einem Perihelion von etwa 100 Kilometern und einem Aphelion von fast 9000 Kilometern über der Mondoberfläche. Wie das südkoreanische Raumfahrtinstitut KARI mitteilte, ist Daunuri stabil in der Mondschwerkraft gefangen, was ihn nun ganz offiziell zu einem echten Mondorbiter macht. Glückwunsch! Daunuri markiert den Beginn der südkoreanischen Initiative zur Erforschung des Weltraums. Der südkoreanische Staatschef hat ja kürzlich angekündigt, dass Südkorea eine führende Raumfahrttechnologienation werden soll. Hatte ich hier auch in den News darüber berichtet. Neben der kommerziellen Raumfahrt hat sich das Land ambitionierte Missionen wie Mond- und Marslander vorgenommen. Diese Missionen sollen tatsächlich mit eigenen südkoreanischen Trägerraketen gestartet werden. Für die Entwicklung des KSRV-3, also die nächste Generation südkoreanischer Trägerraketen, werden 1,63 Milliarden Dollar investiert. Ja, für die zweistufige Rakete, die bis zu 7 Tonnen Nutzlast in einen sonnensynchronen Erdumlaufbahn bringen sollen oder 1,8 Tonnen auf eine Mondtransferbahn, soll ein 100 Tonnen Kerolox-Triebwerk entwickelt werden. Vielleicht hast du das wahrgenommen, in den letzten Wochen war es etwas ruhig um James Webb geworden. Das Weltraumteleskop hat nun die wissenschaftliche Arbeit wieder aufgenommen. Wegen eines Softwarefehlers musste das Teleskop in den Sicherheitsmodus versetzt werden. Betroffen das Lageregelungssystem, das die Ausrichtung des Teleskops im Raum steuert. Am 7. Dezember wurden alle nicht erforderlichen Systeme deaktiviert, um den Fehler zu korrigieren. Jetzt aber ist wohl alles wieder in Ordnung und die ausgefallenen Beobachtungen werden nun Stück für Stück nachgeholt. Das Jahr ist fast um und ich habe mir eine fast unlösbare Aufgabe gestellt. Bis Mitternacht am 31.12. möchte ich den YouTube-Account des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt überholen. Senkrecht Starter und das DLR stehen auf YouTube beide kurz vor 50.000 Abonnenten, wobei das DLR aktuell deutlich führt. Ich habe mir zusätzlich zum Hashtag Team Space noch alles, was Rang und Namen hat im deutschen Science YouTube zur Hilfe geholt. Wenn auch du die Challenge unterstützen magst, teile deine Lieblingsvideos von Senkrecht Starter mit so vielen Menschen wie möglich, am besten mit ein paar kurzen Worten, was dir an Senkrecht Starter gefällt. Schaffen wir das noch, das DLR einzuholen? Ja, mit dieser Community ganz bestimmt. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, und das Beste an der Challenge, wer auch immer gewinnen mag, wir schaffen mehr Aufmerksamkeit für das Thema Raumfahrt. Hashtag Team Space. Wie eingangs schon berichtet, war der Start der Vega C diese Woche leider ein Fehlschlag. Die Vega C ist die kleine Schwester der Ariane 6, deren Booster wiederum auf der ersten Stufe der Vega C basieren. Das ist vielleicht die einzig gute Nachricht, dass der Fehler vermutlich nicht mit der ersten Stufe in Verbindung steht. Das würde sonst mit Sicherheit das Ariane 6 Programm noch weiter zurückwerfen. Stefan Israel, Vorstandsvorsitzender von Ariane Space, sagte, dass das Vega C Problem weder die Ariane 5 noch die Ariane 6 betrifft. Unterstützt wird seine Aussage aber dadurch, dass die Startphase des P120C R-Stufen-Feststofftriebwerks der Vega wohl normal verlief. Erst nach der Stufentrennung wurde laut Israel ein verminderter Druck im Zephyro 40 Feststofftriebwerk festgestellt und letztlich ein großer Druckabfall, nachdem die Rakete dann außer Kontrolle geriet. Als die Rakete dann vom Kurs abkam, wurde sie aktiv von der französischen Raumfahrtbehörde CNES gesprengt. Es kam zu keinen Personen- oder Sachschäden durch die Trümmer. Das Zephyro 40 Triebwerk der zweiten Stufe der Vega C wurde wie auch die erste Stufe für die Vega C neu entwickelt. Die ESA gab bekannt, dass eine unabhängige Kommission den Vorfall untersuchen wird. Für die aktuell schwer gebeutelte europäische Raumfahrt ist es natürlich ein weiterer herber Rückschlag. Zur Erinnerung, seit Juli 2018 sind 3 der 8 Vega-Starts verloren gegangen. Man kann nur hoffen, dass die Ursache schnell gefunden wird und in keinem Zusammenhang mit dem Erststufenbooster steht, den sich die Vega C ja wie gesagt mit der Ariane 6 teilt. Mir tun die Teams schrecklich leid und ich bin fest davon überzeugt, dass tolle Ingenieure an den Raketen arbeiten, die ein richtig beschissenes Weihnachtsfest wegen dem Schlamassel haben werden. Kopf hoch, aufstehen, Krone richten und weiter.
Kommen wir zu den SpaceX News. SpaceX könnte in den kommenden Wochen mit dem Start von Starlink-Satelliten der zweiten Generation beginnen. Ja, um die Kapazität seines Breitbandnetzes zu erhöhen, weil es zunehmend überlastet ist. In den Unterlagen, die SpaceX am 16. Dezember bei der Federal Communication Commission, also FCC, eingereicht hat, heißt es, dass das Unternehmen voraussichtlich vor Ende Dezember 2022 mit dem Start von Gen-2-Satelliten beginnen wird. Das dürfte wohl doch eher Januar werden. Ja, und ich wäre sehr gespannt, wie SpaceX die Satelliten starten möchte. Ob es da um einzelne Starts mit Hilfe der Falcon 9 geht, darüber wird ja spekuliert, weil SpaceX wohl bis zur Einführung des Starships an einer Interimlösung für Starlink Gen 2 arbeitet. In dem Antrag bittet SpaceX die FCC um eine 60-tägige befristete Sondergenehmigung, um bestehende Nutzerterminals mit den kommenden Satelliten zu verbinden. Nach SpaceX-Angabe verfügt Starlink aktuell übrigens über 1 Million Nutzer. Bei den aktuellen Preisen zwischen $50 und $110, je nach Land, für Privatkunden, entspräche das jetzt schon einem jährlichen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar. Für den Ausbau des Service, was Nutzer und Bandbreite angeht, benötigt Starlink aber laut eigenen Angaben unbedingt die Fähigkeiten des Starships, um die Gen-2-Satelliten zu starten. Das bringt uns zu den Starship-News. Wie Felix von What About It diese Woche berichtet hat, wurden sowohl an Ship 24 als auch an Ship 25 die PES-Dispenser-Nutzlasttüren zugeschweißt. Während wir noch im Sommer spekuliert hatten, dass auf den ersten Flügen könnten Starlink Gen-2-Satelliten mitgeflogen werden, scheint das nun nicht mehr allzu wahrscheinlich. Hier gehen übrigens Grüße raus an die Y-Family und an Felix. Auch konnte wieder beobachtet werden, wie die keramischen Hitzeschutzkacheln an Ship 24 die aktuellen Tests nicht völlig unbeschadet überstanden haben. Gerade beim Hitzeschutzkonzept für den Wiedereintritt sehen viele vermutlich die meisten Fragezeichen, wenn es um die vollständige schnelle Wiederverwendung des Starships geht. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Aktuell würde es vermutlich die meisten freuen, wenn im Starship-Testprogramm jetzt wieder signifikante Fortschritte zu beobachten wären. Im Moment aber betreffen die größten sichtbaren Entwicklungen offenbar die Bodeninfrastruktur. Eine besondere Neuigkeit gab es dann aber doch. Die ersten Raptor-Triebwerke mit elektrischer Schubvektorkontrolle sind in Boca Chica aufgetaucht. Hintergrund, da man beim Merlin-Triebwerk für die Falcon 9 durch die RP-1-Turbopumpe eine Energiequelle für die Schubvektorsteuerung mittels RP-1 hat, macht hier die Hydraulik Sinn. Am Raptor hat man das mittels Methan schnell verworfen und sich für eine elektrische Lösung entschieden. Wird spannend zu sehen, mit welchen Triebwerken das erste Starship dann oder der erste Starship-Orbitalflug dann starten wird. Deutlich näher dran, die Starts der kommenden Woche. Am Mittwoch, den 28. Dezember, möchte SpaceX seine Falcon 9 von Cape Canaveral aus starten. Es wäre der 60. Start für SpaceX im Jahr 2022. An Bord eine weitere Ladung Starlink-Internet-Satelliten. Startzeit wäre 11 Uhr MEZ. Am Donnerstag, den 29. Dezember, könnte dann ein weiterer Falcon 9 Start erfolgen. Diesmal von der Westküste, also von der Vandenberg Space Force Base, mit an Bord Eros C, ein kommerzieller Satellit zur Erdbeobachtung. Startzeit ist 7.58 Uhr MEZ. Das Jahr ist fast vorbei und die kommende Woche, die wird wahrscheinlich etwas ruhiger. Vielleicht ist es ja ein guter Zeitpunkt, um dann in der nächsten News auf das Jahr zurückzublicken. Was war denn dein Raumfahrt-Highlight in diesem Jahr? Oder dein Highlight hier auf Senkrechtstarter? Ja, schreibt mir einfach in den Kommentaren meinen Favorit und eure Vorschläge mit den meisten Likes, die werde ich dann nächste Woche vorstellen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall schon mal schöne Festtage und einen guten Rutsch. Ja, wenn dir meine Raumfahrt-News gefallen, gerne ein Like da lassen. Und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, ja, Abo nicht vergessen. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen und so diesen Kanal maßgeblich mittragen. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen, vielen Dank, Hashtag Teamspace. Wenn du auch ein Unterstützer von Senkrechtstarter werden möchtest, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link zur Patreon-Mitgliedschaft oder zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Das sehr ereignisreiche Jahr 2022 nähert sich dem Ende. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.